Heute ist es sehr glatt auf den Schienen. Daher kommt es oft zu Verspätungen und teils Ausfälle bei der Bahn. Daher übernimmst du heute den Ersatzzug RB21150 nach Trier bzw. heute nur bis Erang. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator 2018. Wir befinden uns auf der Strecke Koblenz-Trier oder Trier-Koblenz Reloaded von den Matthias, also von Rail Design. Und wir fahren heute mit dem schönen Wittenberger Steuerkopf von Virtual Railroads. Ich würde mal sagen, öffnen wir mal die Türen und rüsten das Ganze mal auf. Fahrtrichtungssender. So. Werden gesenkt. Warum werden die gesenkt? Warum? Warte mal, ZWS. Wurde nicht beantwortet, Hilfe nicht gefunden. Ja. Muss ich mal noch eher auf was nehmen. So. Panto eben. So. Machen wir noch schnell Hauptschalter rein und gehen wieder in unseren Steuerwagen, wenn es anders nicht geht. So, geht doch. Soundmod von Linus natürlich mit drin. Ah, Linus, bester Mann ever. Besser als Morphy. So, Fenster auf. Juti, dann sind wir soweit fertig mit Aufrüsten. Intervall reicht auch. So, die Aufgabe: Ersatzzug RB21150 nach Erang. Mit Ansagen ist von den lieben Südrhein TV Play. Liebe Grüße an dich. Ich muss aber alle da anmerken, dass ich ein paar Probleme habe. Und zwar hatte ich alles installiert gehabt. Auch den TTB Steuerwagen 748 oder 748. Auf jeden Fall hatte ich alles drin gehabt. Ich hatte alles installiert. Allerdings kam immer noch die Fehlermeldung am Anfang, obwohl es installiert ist. Und das ist komisch. Ich habe sogar die Aufgabe nochmal neu installiert. Ich habe auch Cache gelernt. Kam immer wieder dieselbe Fehlermeldung. Dann bin ich in den Editor reingegangen, habe nach dem Fahrweg geguckt. Der war soweit alles in Ordnung. Es blockiert nichts. Dann auf Speichern und ja. Habe ich die Aufgabe gestartet, kam immer noch die Fehlermeldung. Steuerung Q gedrückt. Aufgabe beendet und nochmal neu gestartet. Und da kam die Fehlermeldung nicht mehr. So, entweder kann es sein, dass der Train Simulator gecheckt hat, okay, die Datei existiert ja doch, beziehungsweise der fahrbare Steuerwagen. Oder er wird gar nicht hier dargestellt, dass der Zug gar nicht mehr fährt. Falls es so sein sollte, dass er gar nicht mehr fährt, bitte ich um Entschuldigung. Ich weiß echt nicht warum, aber ich habe alles installiert. Es wird gar nichts. Ich verstehe nicht, warum er da rumgezickt hat. Vielleicht hat er sich jetzt eingekriegt und sagt, okay, das ist ja doch drin. Habe ich mich vertan? Und wenn nicht, dann ist es leider so. So. Juti. Bremse ist soweit alles, glaube ich, gelöst, ja. So. Lok mussten wir selber aufrüsten. Und wie keine ZWS-Steuerung. Schöne schmutzige Lok sogar. Ja, dann fahren wir heute zum ersten Mal auf der Reloaded-Version. Freue ich mich schon drauf. Ui. 111, 11,
Strich 0, ja, Strich 1. Ein 1er. Ja. So. Gut. Bitte. Haben wir Innenraum natürlich. So, daneben ist der Kollege. Den darf ich auf keinen Fall anklicken im Freien. Eine schöne 143. So gehört sich das auch. Ja. Darf ich nicht anklicken, weil wenn wir den anklicken, dann übernehmen wir quasi seine Tour. Das ist blöd. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Warum man das so einstellt. Das mag ich manchmal nicht. Wenn du dich einmal verklickst und du klickst versehentlich auf eine Lok, bist du gleich in einer anderen Lok drin. Und ja, ein bisschen komisch. Aber wir haben gleichzeitig Abfahrt. Auch interessant. Da fährt er. Joa. Türen sind zu. Wunderbar. Dann können wir jetzt gleich abfahren. So, ich fahre wieder mit Tastatur. Aber das ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf ja, unsere Weiterfahrt. Denn wir haben noch HP0 aufgrund eines verspäteten Regionalexpress. Wie es aussieht. Fällt ja schon mal gut an. Bin mal gespannt, wie die Ansagen so sind. Wenigstens sind sie nicht zeitgesteuert und werden extra so abgespielt. Sieht was auch okay. Ja, Link zur Aufgabe findet ihr in der Beschreibung. Ne? Auch Koblenz Trier Reloaded von Rail Design. Haben wir schon mal 2 Minuten Verspätung. Fängt das schon mal gut an. Können wir mal ein bisschen von außen gucken. Ja, von da soll ich ja nicht abfahren. Und fährt er mit einem Steuerwagen und nicht mit der 111er. Es wäre ja noch verrückter, wenn es hieß, man müsste jetzt mit der Lok fahren. Müsste man eigentlich gleich eine Lok sein. Können wir mal nachgucken. Ah, hat schon. Sehr gut. F2. So. Machen wir mal, ne? Gut. So. Abfahrt. Ausfahrt mit 60. Oh, ich mag das. Schön. Oh, dieses Geräusch, das ist. Oh, herrlich. Linus, du bist geil, ey. Das ist so herrlich, dieser Sound. Herrlich. Also vorne hört sich das am besten an. Spannend, wie die Ansagen so sind. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel. Sie fahren mit einer Regionalbahn der Linie 81 nach Trier Hauptbahnhof mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen. Schön, Ansagen von Mozart. Yay! Schön, gefällt mir.
Ich hoffe, dass ihr mich noch verstehen könnt. Aber ich rede jetzt extra weniger. Dann könnt ihr den Sound genießen. Der ist wirklich herrlich. Das ist Sound. Das ist Hammer. Ich soll noch so einen Platz finden hier. Das ist, ja, also ganz ehrlich, ich liebe diesen Sound. Das erinnert an schöne alten Zeiten, herrlich. Danke Linus, dass du das hingekriegt hast. Schön mit der elektrischen Bremse natürlich, ne? Ja, wozu gibt's die denn auch, ne? Wenn, dann muss man sie auch nutzen. So, 500 Hertz kommt jetzt. Servus. Das war knapp. Das war sehr knapp. Holla der Waldfee. Ist wohl noch nie passiert, so knapp. So, müssen wir mal rausgucken. Dann kriegen wir, müssen wir halt. So. Mal eine Weiterfahrt kriegen hier. Es war knapp. Hier ist der Magnet. Hätten wir den überfahren, dann hätten wir eine Zwangsägerecht.
Dann hätte man Fahrdienstleiter melden müssen, wir haben einen HP0-Signal überfahren. Eieieiei. Ja, es schneit und man merkt die Störungen. Es geht kaum weiter. HP 0. Ja, ja. Aber schön. Dies war so knapp, ey. Da müsste noch ein Gegenzug kommen. Noch, also wir haben Signal nicht überfahren. Mal gucken. Hier stehen wir. Hier ist aber auch blockiert. Okay. Kann sein, dass wir überholt werden? Nö. Steht auch alles still. Wobei, das kann auch hier an dieser RB liegen. Wegen dem Signalblock. Die RB blockiert uns noch. Hier ist die Ursache. Naja. Ist ja nicht schlimm, ne? Hat der Regionalexpress, ne, der Regionalbahn Verspätung, ne? Das kann auch mal vorkommen. Ich muss schon sagen, lieber Südrhein TV Play, du machst wirklich sehr schöne Szenarien, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch dein letztes Video gesehen. Werde ich auf jeden Fall auch mal Let's Playen. Also, machst schon gute Arbeit, also Respekt. So, dann warten wir noch ein bisschen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aufgrund eines verspäteten vorausfahrenden Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Wir bitten um Entschuldigung. So. Noch aus HP 0. Ach, ich HP 0. Ey, das wäre peinlich gewesen, wenn ich jetzt so ein HP 0 Signal überfahren würde. Holla, der Waldfee. Aber so langsam könnten wir doch mal Fahrt kriegen, oder? Mit wo unseren Fahrplan einhalten können. Ah, jetzt fährt er. Gut, dann können wir mal rausgucken. Müsste sich. Ah, jetzt haben wir Fahrt. Wir haben HP 1, 100, okay. Bremsen nicht so richtig gelöst. Warum auch immer?
Vielleicht liegt es auch an der hinteren Lok. Mal gucken. Können wir gleich nochmal nachgucken. Herrlich. Oi. Gut, man sollte nicht an den Marker achten. Ja gut. Noch ein bisschen überfahren. So, ich guck mir jetzt mal in der hinteren Lok nach. Das kann ja gar nicht sein. Und die Bremse nicht richtig gelöst hier. So. Was kann ich daran liegen? Ah ja. Die Bremse war nicht richtig gelöst gewesen von 111. Das erklärt natürlich einiges, warum so laut war. Man's realistisch kommen. Ja. Das mag ich nicht so, wenn das Fenster ein bisschen rumbackt. So. Servus. Jetzt ist zu. Jetzt hört man auch nicht mal, dass die Bremsen irgendwie blockiert sind. So. Weiter geht's. Jetzt haben wir auch wenigstens richtig 0 Bar im Bremszylinder. So wie es sein sollte. VR1, Fahrt frei. Nächster Halt, Seelen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Wieder verbremst, Mensch. Scheiße. Na gut. Ich denke mal, verzeih mir, lieber Südrhein TV Play. Verzeih es mir. Ah, schön gemacht hier. Auf jeden Fall. Schön. Es ist glatt. So. Das nächste Mal werde ich bei deiner Aufgabe perfekt anhalten. Versprochen. Aber ich kann es jedem empfehlen, diese Aufgabe zu downloaden. Macht schon toll. Auch wenn ich Verspätung habe. Aber wobei, hier haben wir keine Verspätung. Servus! Talent 2. Das ist die Dingsversion, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube ja, es müsste die KI-Version sein. Wie FPS haben wir? 40? Ja, das ist die KI-Version, also Performance muss. Ja, muss die KI-Version sein. Das ist Musik in meinen Ohren, alter Falter. Das ist wirklich Hammer. Schön. Ah, das Szenario ist toll. Allein schon mit dem Wittenberger Steuerwagen. Herrlich. Herrlich. Machen wir noch ein schönes Thumbnail. So. So. Fenster auf. Ah.
Müssen wir noch mal warten. Der hat jetzt irgendwie der Dings geöffnet, die Türen. Mensch. Ah, bleib doch mal an. Geh nicht aus. Bleib an. Dieses Ding will mich verarschen. Vorhin klappt es. Kriegen wir gleich hin. Jetzt muss das anbleiben. Nein, natürlich nicht. Willst du Stress oder was? Ich kann so viele Fotos machen, wie du willst. So, versuchen. Geht doch. Manchmal spinnt das rum. Aber nur manchmal. In der letzten Folge hat es einwandfrei geklappt. Ui. IC1. Servus. Bisschen übertrieben gerade. Da haben wir ein bisschen übertrieben. Ich habe den Hauptschalter rausgeschmissen. Verdammt. Nächster Halt, Föhren. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oder ich glaube, wir haben hier. Oder? Nö. Komisch.
Vielleicht hier irgendwas? Nee. Ah, okay. Winterchaos. Oh Mann. Ich sogar Verspätung, ey. Oh, HP1 VR2 halt erwarten. Mal speichern. Nächster Halt. Schweich. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Okay. Ja, eigentlich sind wir ja noch pünktlich, ne, weil, ja, weil noch rot ist. Ja. Ah, es gefällt mir. Das Szenario ist wirklich sehr schön gemacht. Ja, das kennen wir ja, immer wieder dasselbe Piepen.
Ah. Oh, was ist denn das hier für eine Kacke? Wow, wenn ich die rechte Maustaste so hin und her schwenken will, dann denkt er, dass ich draufklicke, ey. Ich will doch nicht die Türen öffnen. Das ist doch scheiße. Ach ja. Ankündigung. Und halt erwarten. Yay. Kommt der Regional aber nicht voran. Falsche Knappe kommen auch nach. Aber schnell mal speichern. So. Aus. VR2 hat erwarten. Ah, HP1.
Da haben wir sie noch. Ah, sind fast da. Schön. Jetzt drücke ich nix. Ist doch blöd. Da lässt sie nochmal neu einsteigen. Warum? Ich hab doch Shift-T gedrückt. Man muss doch die Türen selber zumachen. Das ist mich verarschen, Train-Simulator. Oh, das Programm macht mich noch wahnsinnig heute. So, irgendwie hat der Train-Simulator Probleme mit dem B- und Entladen. Ich drücke jetzt Shift-T. Macht er erst was? Sobald ich drin bin, oder was? Ja, und die anderen Türen? Na gut, die brauchen manchmal mal länger. Zwei Minuten Verspätung, ey. Nur wegen diesem blöden B- und Entladen-Problem. Train-Simulator heute. Keine Ahnung warum. Ort und dann kommt der letzte halt, okay. So war leider schon da. Falls wer fragt, was das hier ist, das ist, naja, wenn man, wie viel Strom man zurückgibt quasi. Je weiter runter ich mit elektrischen Bremse geht, desto mehr Strom fließt quasi wieder zurück. Je mehr, desto besser, sagen wir es mal so. Nächster Halt, Erang Ort. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, HP2, VR2, Langsamfahrt halt erwarten. Super. Diesmal bleib ich drinne. Jetzt muss ich Shift-T drücken, damit ich die Tür schließen kann. Ja. Yeah.
Und dann macht er auf einmal wieder auf. Oder? Nee. Hör zu. Braves Kind. Ich dachte schon. So, halt erwarten. Gut, 3 Minuten Verspätung, aber das geht. Wir haben in Wirklichkeit keine Verspätung. Bahnverspätung ist erst ab 5 Minuten. Von daher, alles easy. Nächster Halt, Erang. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Diese Zugfahrt endet hier. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Sehr schön. Gefällt mir. So, wir sind da. Machen wir noch nicht einsteigen rein. So. Nicht einsteigen. Schreiben wir schon aus. Und Türen auf. So, das war's. Das war eine wunderschöne Aufgabe von den lieben Südrhein TV Play. Mein Eindruck, ein wirklich sehr schönes Szenario. Link ist in der Beschreibung. Ich kann es echt jedem empfehlen. Und sorry, dass ich mich ein bisschen verbremst habe und Verspätung hatte. Und das mit den Steuerwagen kannst du gerne in die Kommentare schreiben, ob der gefehlt hat hier in der Aufgabe, damit ich Bescheid weiß. Würde ich mich freuen. Ja, wie gesagt, wunderschöne Aufgabe. Ich werde jetzt öfters mal seine Aufgaben mal let's playen, weil die wirklich Spaß machen. Er hat auch noch eine Aufgabe erstellt. Da ist er, glaube ich, mit der Gravita unterwegs. Hier auf Moseltalbahn. Moselbahn. Koblenz Reloaded. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Dankeschön nochmal für den Link. Aufgabe top, ne? Also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war's. Ach ja, und die Ansagen waren natürlich auch astrein. Ich fand's klasse, dass du noch Ansagen mitgeliefert hast. Das war ein von Mozart. Fand ich nice.
Also wirklich sehr schön. So, das war's aber für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Samstag. Die nächste Train Simulator Folge kommt jetzt übernächste Woche. Also jetzt nicht diese nächste Woche, sondern eine Woche später. Denn da ist erstmal eine Woche kurz Pause, damit ich vorproduzieren kann. Und ja, die genaueren Infos habe ich halt in der vorherigen Folge schon gesagt. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Samstag und ja, würde mich selber Kommentare und über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, macht's gut, euer Train Home City. Tschüss!